Also gut, sehen wir uns die Startaufstellung nach dem gestrigen aufregenden Qualifying an. Max Verstappen ist gestern eine fantastische Runde gefahren und startet von Pole. Und Kevin Magnussen steht auf P2. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Perez, Vettel, Marcus Ericsson und Raikkonen. Hartley und ein Haas, Bottas und Carlos Sainz Jr. Stroll, Sirotkin, Nico Hülkenberg, er hat eine Gridstrafe erhalten. Und Leclerc, Ocon, Alonso, Lewis Hamilton und Stoffel van Dorn. Gasly und Daniel Ricciardo vervollständigt die Startaufstellung. Jetzt, wo die Lichter jeden Moment ausgehen, wird es Zeit, zur Strecke zu schauen. Okay, es geht los. Ich weiß, wozu du fähig bist. Also lass mich heute nicht hängen. Nein, Ladies and Gentlemen, willkommen zum Rennen in Singapur. Es wird lustig. Ach, wir haben freie Reifenwahl, ne? Meine ich zumindest, dass wir freie Reifenwahl haben. Ja, haben wir. Auf den... Achso. Ah, Moment. Worum geht das denn jetzt nicht? So. Hä? Ach, das ist wieder alles hier Grütze. So. Jetzt können wir drüber reden. So, wir fahren auf Gelb los, obwohl ich die überhaupt nicht mag. Und dann können wir am Ende entscheiden, ob wir auf wobei, das ist auch ein Quatsch. Moment, ich muss nochmal überdenken. Ach, warum geht das denn schon wieder nicht? Das ist doch hier alles. Oder macht das... Boah, das geht gar nicht, ne? Das ist Quatsch. Warum kann ich jetzt nicht löschen? Oh, Leute. Nee, die halten... Nee, die halten niemals so lange. Vergiss es. Wir machen das so. Und dann überlegen wir, ob wir am Ende auf lila gehen. Das wird nicht funktionieren. Das wird, ich sehe ja jetzt schon kommen, das wird nichts. So, das müssen wir machen. So, das müssen wir machen. Wir kommen in Runde 17 rein und dann, oder wir gucken mal, wie die Reifen in Runde 17 ausschauen. Wenn ich noch länger fahren kann, gehe ich auf lila, beziehungsweise auf Hypersoft und wenn ich früher rein muss, halt Ultrasoft und dann ist fertig. Eine andere Möglichkeit habe ich nicht. Bisschen mehr Sprit rein, obwohl ich ihn eigentlich nicht brauche. Und dann, let's go. Bringen wir das hinter uns. Das ist das schwerste Rennen der ganzen Saison. Der Wagen liegt hier überhaupt nicht. Ich meckere schon fast wie Ferrari, ne? Ich habe ja auch einen Ferrari-Motor. Könnte daran liegen. Hat natürlich nichts mit der jetzigen Saison zu tun. Ist ja jetzt auch schon wieder 2 Jahre alt. Nun ja. Bunt gemischtes Feld hier hinten. Hypersoft, Soft, Ultrasoft. Also wenn ich gleich den Start so richtig verkacke, dann kann ich das zumindest schon mal auf die Reifen schieben. Das wäre Vorteil 1. Ist zwar kein Vorteil, aber naja, gut fürs Ego. Oh, ihr Start war ja nicht so gut. Ja, oh, mit den harten Reifen. Das ist normal, damit haben wir gerechnet. Bla bla bla. Kimi würde sagen, ja, passt schon. Nur halt auf Englisch, Finnisch, wie auch immer. Englisch, Finnisch, sag ich. Mit dem englischen Finnisch. Ha! So doppeldeutig mal wieder. Oder wirklich lustig, ey. Gelbe Reifen und voller Tank. Beziehungsweise halb voller Tank. Das hatte ich auch noch nicht. Warum blockieren die Reifen hier inzert? Hey. Warum?
Also ich vermute mal, dass ich so auf Platz 12, 13, 14 zurückfallen werde nach dem Start. Oh, Gott sei Dank, ich starte hier außen. Oh, dann kann ich... Oh, das ist schöner. Nein, ich starte innen. Scheiße. Verdammt. Ich wollte schön nach rechts ausweichen dann. Oh, nö. Tut es Not? Okay, ich habe einen Platz verloren. Oh Gott! Voller Tank und Reifen. Das ist... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Yo! Ja, erste Runde überstanden ohne Defekte. Geil. Und ich kann mithalten. Dass sie mir auf den Geraden so wegziehen müssen. Das ist unglaublich. Jetzt haben wir das Problem Singapur. Wo überholst du? Und wie überholst du?
keine Chance. War ein Versuch wert. War eigentlich dumm. Ja, ich kann Stelle alleine. Ohne Verkehr vor mir. Ich will nicht sagen deutlich schneller. Aber doch deutlich schneller. Bin schon wieder dran. Da hat sich mein Dreh richtig gelohnt. Hab da alles wieder rausgeholt. Vorbeikommen werde ich sowieso nicht. Das heißt, alles wieder ausgeglichen.
könnte viel schneller. Das war eine taktisch verdammt kluge Entscheidung, auf Gelb zu starten. Aber ich kann länger fahren. Und dann kann ich Zeit rausholen. Vorteil 2, ich kann gerade Reifen schonen. Keiner in die Box. Ein paar Informationen zu Reikö. Es scheint, sie haben ein Problem. Oh, Con auch raus. Oh, das ist interessant. Wobei, ich glaube, Paris ist vor mir in der Rangliste. Denn da vorne. Du siehst Lücken, wo keine sind, aber du willst es versuchen, weil du keine Chance hast. Ich glaube, der Ferrari, der hält hier alles auf. Weil der Kollege, der da überholt hat, der ist weg. Ein paar Infos zum Leclerc. Er wird langsamer. Anscheinend hat er ein Problem mit seinem Auto. Wir glauben, dass wir eine gute alternative Strategie haben. Möchtest du den aktuellen Plan durchziehen oder es mit dem neuen versuchen? Alter!
Ach, die Reifen sind ja noch... Oh, das ist doch jetzt doof mit dem Flügel. Warum bremst der da auch so idiotisch? Ah, Verstappen, der fährt durch. Der hatte so viel Vorsprung, dass er wieder vor mir raus ist. Oh Mann. So viel mal zum Thema, ich bin schnell. Was die für einen Vorsprung haben. Und ich guck mit dem kaputten Flügel hier rum und kann nichts anderes machen. Ist klar. Ich glaube, der hat sich aber auch einen Schaden geholt.
Läuft, läuft. Ich kann nicht mal durchfahren mit den Reifen. Komm, mach hin, schraub das Ding endlich fest. 13, 14. 15. 16. Boah, ist der langsam. Risiko, das müsste jetzt sein. Naja, ist okay.
Man kann überholen, wenn man deutlich schneller ist als der Gegner. Dann geht's. Läuft doch. Hat 12 schon wieder. Schnellste Rennrunde. Mann. Und als Troll bin ich auch, ne Quatsch. Ja, absolute Bestzeit nochmal. Im letzten Sektor. 10. Punkte. Ja, ich bin auch dumm. Warum bin ich so dumm?
Das war knapp. Fahrer vor mir. Bottas vor dir. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 5,2 Sekunden. Du holst pro Runde 3 Sekunden auf. Sie fahren mit alten weichen Reifen. Die Reifen sind 8 Runden alt. Die letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute 40,1. Gucken, was ich gleich fahre. Jo, viel schneller. Ja, 9 Runden mal mit den Reifen, ob das auch noch gut geht, weiß ich nicht. Ach, die Reifen, okay, easy. Nächste Runde sollte ich dann dran sein.
Fahrer vor mir. Sainz vor dir. Unser Abstand zum Auto vor uns beträgt 5,1 Sekunden. Du hast einen Vorteil von 1,2 Sekunden pro Runde. Sie fahren mit alten weichen Reifen. Die Reifen sind 11 Runden alt. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,39,6. Fahrer vor mir. Der blöde Funk. Fahrer vor mir. Fahrer vor mir. Sainz liegt vor dir. Okay, der Abstand zum Vordermann beträgt 4,2 Sekunden. Mit alten weichen Reifen. Die Reifen sind 12 Runden alt. Die letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute 39,9. Da vorne ist er doch schon. Ah, Sainz werde ich noch kriegen. Dann ist, glaube ich, Feierabend. Aber das ist dann noch mehr als Schadensbegrenzung. Aber wo wir da hätten landen können, da will ich mir gar nicht ausmalen.
So weit sind die Gegner gar nicht weg da vorne. Kein DRS? Frechheit. Zünden wir mal den Nachbrenner. Lass du nicht übermütig werden.
Da vorne sind zwei Leute. Da ist das Treppchen. Ich sehe es. Mir gehen die Runden aber aus. Die Reifen sind ja... Was ist denn los mit den Reifen? Die sind ja easy. Das Rennen noch ein bisschen länger gehen. War ein großartiges Rennen und eine erstklassige fahrerische Leistung, die Red Bull heute den Sieg eingebracht hat. Also Stefan, wie hat er das denn angestellt, sich heute so vom Feld zu lösen? Ich glaube, die Umstände haben heute perfekt zu ihrem Auto gepasst. Der Wind, Temperatur der Strecke, einfach alles. Die Autos erwachen erst dann so richtig zum Leben, wenn die Reifen die richtige Temperatur haben. Je leichter man also diese Temperatur halten kann, desto besser verläuft das Rennen für einen. Und genau so ist es gelaufen. Sein Auto hat sich da draußen einfach wohlgefühlt. Hier kommen die heutigen Sieger dieses wirklich tollen Rennens. In letzter Zeit haben alle hart an der Perfektionierung der Autos gearbeitet. Und last but not least können sie die Früchte der Arbeit ernten. Red Bull stemmt die Trophäe in die Höhe. Sehen wir uns an, wie die Fahrerwertung nach dieser Runde der Weltmeisterschaft aussieht. Ein gutes Resultat für Sergio Perez, der die Konkurrenz noch weiter hinter sich lässt. Stefan, ich würde gerne von dir wissen, wer dein Fahrer des Tages war. Heute haben mich viele Fahrer beeindruckt, aber niemand so sehr wie Daniel Ricciardo. Kommen wir zu den Konstrukteuren. Wir haben heute einen Formabfall des Weltmeisterschaftsführenden gesehen. Sie haben einen Großteil ihres Punktepolsters eingebüßt. Ein weiteres Team, das mit diesem Grand Prix sehr zufrieden sein wird, ist Sauber, die mit einem guten Resultat in der WM einen Satz nach vorne machen. Nach all der Aufregung ist es nun erst einmal Zeit, sich etwas auszuruhen. Danke, dass Sie bei uns waren und bis zum nächsten Rennen. Es hätte der dritte Platz sein können, ganz sicher. So, ob es jetzt für den zweiten gereicht hätte, weiß ich nicht. Wie so häufig, Potenzial ist da, nur die Umsetzung, die ist leider ein bisschen fehlerhaft. Tja, Rangliste. Verstappen ist an Ocon vorbei, Perez ist ganz vorne. Es sind nur 75 Punkte, es sind nur drei Rennen. Okay, wenn man davon ausgeht, dass der Führer ausfällt, ist klar. Aber ich habe heute auf Ricciardo gut gemacht.
Stimmt, Ricciardo ist da vorne, nicht Verstappen. Oh. Okay. Leider gibt es für die schnellste Rennrunde keinen Punkt. Schade. Hallo. Ein toller Tag. Wie war er denn aus Ihrer Perspektive? Sie haben während des Rennens ganz schön aufgeholt, nicht wahr? Sagen wir mal die Wahrheit. Was haben Sie uns in Bezug auf die Zusammenstöße zu sagen? Nix. Ich war es nicht schuld, zumindest den ersten nicht. Trotzdem danke. Beim zweiten, ja, okay. Ach, ich habe immer noch keinen Rival. Ich bin doof. Ja, Punkte. Ein tolles Ergebnis. Du hast dich gut geschlagen. Ja, ich denke, danke. Über so eine Leistung kann sich keiner beschweren. Wir haben Einladungen zu neuen historischen Events erhalten. Was wollte ich denn jetzt machen? Sag mal ganz schnell. Du kannst vor Ende des Wochenendes bestimmen, Rivale, ob du daran teilnehmen willst. So. Wen nehmen wir denn? Was ist denn realistisch? Ich würde sagen... Boah. Vettel? Ja, komm, Vettel. Wir wollen mal nicht zu hoch greifen. Nun aber, die interessanten Sachen. Fähigkeitenbaum. Viel ist nicht mehr da. Chassis haben wir auch nur noch eins, aber ich glaube, die Entwicklung ist... Ach nee. Ah, nee, hier sind noch zwei kleine. Ach, und die großen. Hoppala. Dann machen wir das hier. Und danach machen wir dann das. Ja, würde ich sagen. So, jetzt haben wir noch 521. Nee, kann ich nie machen. Gut, das war's schon wieder. Nächstes Wochenende. Müsste Japan sein, wenn mich nicht alles täuscht. Müsste Russland sein, wenn ich mich nicht vertue. Verdammt. Wie komme ich auf Japan? Aber Russland ist okay. Japan ist okay. USA, Mexiko ist okay. Die neuen Teile sind aus der Fabrik angeliefert worden. Welche Teile? In der nächsten Session sind sie am Auto. Ach! Warte. Dingenskirchens, ne? Ich habe ein paar Kontakte zu Williams geknüpft. Sie denken, deine Einstellung und deine USA. Ergebnisse würden gut zu ihnen passen. Wenn du Interesse hast, könnten wir bei der nächsten Vertragserneuerung sehen, Chassis, was sie uns für ein Angebot machen. Das hier ist schon fertig. Nee, das hier ist fertig. Das könnte ich dann als nächstes machen. Das könnte ich dann nach Russland machen. Das hier und dann eventuell hier unten noch was. Hier unten sind es auch nur noch eins, zwei, drei. Die habe ich schon, ne? Ja, die habe ich schon. Läuft doch. Okay. Wir sehen uns in Russland wieder am nächsten Wochenende. Hoffentlich, wenn ich es zeitlich schaffe. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Schöne Woche. Bis zum nächsten Mal hier in Russland. Es kann nur besser werden. Tschüss.